Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Verstecken. Wieder mit alle mit dabei und ich darf heute suchen. Die anderen haben wieder 30 Sekunden Zeit, sich ein wunderschönes Versteck zu suchen, wo ich sie nicht finden werde. Und danach gehen wir suchen und ja, wer gefunden ist, der ist halt raus. Und wer als letztes gefunden wurde, hat gewonnen. Also von mir aus können wir los. Läuft! Ja, mal gucken. Das Blöde ist, weißt du, so die anderen haben immer angefangen, so von oben nach unten zu suchen. Und wenn du dann ganz unten bist, dann bist du mal der Letzte, der gefunden wurde, weil man halt so schichtmäßig arbeitet. Das Ding ist, wenn ich jetzt ganz unten anfange, kann es natürlich sehr leicht passieren, dass Leute an dir vorbeilaufen, beziehungsweise, dass die sich umpositionieren. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz. Willst du mich verarschen? Das war mein Plan. Tja, schade, schade, Schokolade. Willst du mich verarschen? Das war mein Plan. Ich kann überlegen, ob man sich da hinterlegen kann. Da wollte ich mich auch hinlegen. Echt jetzt? Ja. Oh Gott! Zwei, eins, los geht's. So, fahren wir mal in die... Ach, in die drei dürfen wir nicht. Ich habe extra gesagt, ich habe mein Auto aufgelassen. Hallo? Ne. Also ich glaube nicht, dass einer hier unten ist. Also zumindest in der Garage. Das wäre doch sehr schnell gewesen. Das ist mucksmäuschenstill. Ja, scheiß drauf. Geh mal weiter runter. Wir machen mal dort einen versteckten Peter. Nein, unter ihm. Fangen wir mal im Keller an. Aber der Aufzug war noch oben. Es könnte echt sein, dass keiner mit dem Aufzug gefahren ist. Problem ist, ich weiß nicht, was Sepp eben alles hier gemacht hat. Also Sepp hat zum letzten Mal hier gesucht und ich weiß nicht, was er so getan hat. Boah, Alter, stinkt das hier drin. Puh. Jay war mal hier. Alter, hier stehen Golfschläger, wie cool ist das denn? Das kann ich nicht. Das sind bestimmt richtig gute Golfschläger. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir noch mal in die Garage? Ich kann nicht mehr. Keiner da. Da ist der Peter. Gehen wir mal ins Kino. Da, 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 da. Guck mal, wie jemand hier rein ist. Das war nämlich mal offen. Nö. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie strange aus, aber da habe ich gerade gesucht. Hallo. Und ab der nächsten Folge müssen wir so ein Messer mitnehmen. Wo du mit dem Messer dann einfach nur noch so guckst. Das wäre fucking knapp. Auf jeden Fall habe ich hier vorne mein Handy. Ich kann es noch ein bisschen zeigen. Da. Zaun, diesen Vorhang festgehalten, damit auf beiden Seiten gleich aussieht, als wenn du dagegen gepresst bist. Okay, Christian ist weg. Was mache ich denn jetzt? Wie geil ist das denn? Hey, Bram ist auch noch da. Der Bram, der liegt da vorne noch. Vielleicht sieht man, hat sich auch keiner runtergelegt. Duften wir auf dem Balkon? Ah, das ist Jay! Hallo! Kacke! Das habe ich mich auch gefragt, ob wir auf dem Balkon darf. Ja, okay, nee, dann, wenn du dich halt gefragt hast, dann. Scheiße! Sehr gut. Jay schon mal Nummer 2. Vielleicht ist ja jemand hier dahinter. Das Problem ist,
Sepp würde da jetzt hinterpassen, easy. Dennis sehe ich da noch nicht. Da kann eigentlich auch keiner raus sein, weil die Platte stand da vorher schon genau so und... Ach komm. Das ist abgeschlossen. Den hatte ich doch eigentlich in die 4 geschickt, oder? Der braucht sehr lange, bis der wieder hier ist. Ne, Quatsch, ich hatte den minus 1 geschickt. Wir gehen mal hier durch. Sepp und Dennis. Hm. Kann man denn unten noch irgendwo hin? Nee, ne? Ich glaube theoretisch nicht. Da reden wir eher bei Sepp, von Sepp. Habe ich denn hier? Vielleicht sind die hier nochmal reingerannt. Hm. Naja. Weil nachdem Jay sich da in so ein Ding eingewickelt hat, weiß ich natürlich nicht, wie sehr die anderen sich komprimieren können. Aber offensichtlich nicht hier rein. Hier war nichts. Ich würde sagen, wir machen die Tür hier mal zu. Die Tür darf ich nicht zumachen, oder? Kommen wir sonst nicht mehr rein. Das wäre aber ganz schön doof. Wo kann der Brammi sich denn hin verzogen haben? Also am Anfang ist, glaube ich, keiner runtergegangen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, dass er quasi nicht, während ich oben jetzt gerade gesucht habe, nach unten gegangen ist. Hm. Eigentlich wäre es saugeil, wenn er sich einfach bei mir auf den Fahrersitz setzen würde und da einfach so sitzt. Das fände ich schon irgendwie lustig. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Weil in die Tonnen traut sich hoffentlich keiner rein. Weil die waren echt eklig. Wo sind die denn hingelaufen, verdammte Axt? Aua! 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 Man sich soll es wagen, mal hochzugehen? Ich höre oben Geräusche. Komm mal mit. Jetzt erst die 3, dann fahren wir in die 4. Ich hab voll die Paares gerade. Da hat quasi einer hier einfach auf der Treppe sitzt. Und jetzt ist die Tür zu und jetzt geht er in die Garage. Aber was? Wir waren im Kino, wir waren in dem 3. Stock, wir waren im 4. Stock, wir waren im Erdgeschoss. Eigentlich sind wir überall durch. Also entweder habe ich, also ich denke mal, Sepp könnte ich übersehen haben und Bram läuft hier irgendwo rum. Die ganze Zeit so, dass man quasi den immer verpasst. Das gibt's ja nicht. Also Bram läuft die ganze Zeit hier rum und Sepp finde ich einfach nicht. Sollen wir abmoderieren, abbauen und fahren? So, wir fahren einfach. Wir fahren nach Hause, weil das ist so das Letzte, was wir heute hier aufnehmen. Und da können wir doch eigentlich hingehen und jetzt einfach alles zusammenräumen und dann fahren wir nach Hause. Und dann schicken wir denen irgendwann ein Bild von, ich bin zu Hause. Kann man halt auch noch verschieben. Ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Oh. Da ist dann aber auch schnell Feierabend. Also entweder ist halt hier noch einer oder im Keller mittlerweile. Wo? Wie kann er denn durchgehuscht sein? Das verstehe ich nicht. Also ich meine beim Aufzug fahren logischerweise, aber. Ja, genau. Hallo. Alter, du passt hier hinter, willst mich verarschen? What the fuck? Wie bist du denn da reingekommen? Christian, alles gut. Bram läuft wohl doch nicht rum. Aber du warst nicht von Anfang an hier, oder? Doch, du hast hier schon mal reingeguckt. What the fuck? Du hast einen Herzinfarkt bekommen. Ich hab das Licht noch da durchscheinen sehen, dachte mir so, ach, nee, da ist doch keiner. Ja. Weil ich hab gedacht, da steht einer, das war voll clever, dich hinzulegen, ey. Du hast dahinter geguckt, da dachte ich mir so, holy moly, ja. Verarsch mich, da guckst du auf der anderen Seite auch nochmal rein, weil ich dachte, jetzt kommst du mit, yo, Bram, wa? Ne? Hab dich gefunden. Ja. Guckst da rein, guckst an mir vorbei. Und ich so, du. Ich hab damit gerechnet, dass halt einer da steht, aber dass du dich da hinlegst nur. Ja,
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe gedacht, du läufst die ganze Zeit rum. Ich habe extra mit meinen Füßen den Vorhang die ganze Zeit dagegen gedrückt, damit er von außen so aussieht, wenn er so muss. Ah. Beide Seiten, deswegen stand ich voll zu so einer unförmigen Pose. Lag da so, festhalten auf der einen Seite, festhalten auf der anderen Seite. Ja, nicht bewegen. Ja, ist klar, da muss ich nur noch Sepp finden jetzt. Vielleicht ist der doch im Heizungskeller und ich habe den übersehen. Wo kann ich den denn übersehen haben? Das Problem ist, weißt du, wenn ich Bram schon übersehen habe, ja, der nicht gerade der kleinste Mensch ist, also allein schon von der Höhe, dann frage ich, weißt du, ist Sepp ja so groß im Verhältnis, ist Sepp ja so groß wie eine Brieftasche. Der kann ja auch hier in den. Vielleicht ist der in Schlitz gefallen, weißt du, und ist jetzt hier unterm Aufzug. Da unten ist auch Licht an. Den kann ich ja jetzt überall übersehen haben. Also er könnte quasi hier in dem Boiler drin sein. Vielleicht hat er ihn hier aufgemacht, da liegt nämlich die Schraube und hat sich hier reingezwängt. Vielleicht ist er im Sicherungskasten, wer weiß. Vielleicht hat Sepp sich auch in so eine Waschmaschine einfach am Anfang reingelegt. Und da habe ich einfach nicht reingeguckt, weißt du, so eine große 10-Kilo-Maschine hier, könnte ja sein. Vielleicht ist er auch hinterm Kamin. Meinst du, den kann man verrücken? Das ist echt so ein transportabler Kamin, das finde ich voll krass. Wer wäscht hier eigentlich seine Wäsche? Vielleicht ist er auch in der Kiste hier drin. Sepp? Nope. Also halt mir fest, hier drin ist er nicht. Hier unten ist er definitiv nicht. Also wenn doch, dann komm raus, weil dann gebe ich auf. Also wenn du hier unten gerade bist, dann gebe ich auf. Gehen wir nochmal durch. Ich weiß nicht, ob der Junge jetzt die ganze Zeit rumläuft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat Sepp auch noch nicht gemacht. Oh, Herr Bram, habe ich mich auch verschätzt. Ich habe gedacht, der wird die ganze Zeit rumlaufen. Der hat sich doch. Nee, ach Quatsch, der hat sich doch nicht unter ein Auto gelegt. Der kann sich doch hier nirgendwo. Unterm Auto ist er nicht. Aber ich meine, bei Peters Auto, ne, da kriegt man auch nicht mehr so viel drunter. Ja. Also Sepp kann im Kino fahren, ja. Ich weiß nicht, ob ich in diesem einen Raum vielleicht noch irgendwelche Regale hätte durchgucken sollen, wo der Junge sich reinklappen kann, wie so ein Schweizer Taschenmesser oder so. In der Wohnung wüsste ich mittlerweile auch kaum noch, wo er da sein könnte. Ohne sich zu bewegen. Sepp? Sepp? Oh. Sepp? Der ist wie so ein Schweizer Taschenmesser, oder? Der hat sich irgendwo zusammengeklappt und irgendwo. Ach, hier ist er doch. Hallo Christian! Wo bist du denn rumgelaufen? Ich hab gedacht, du hast dich irgendwo reingezwängt und hab irgendwann angedacht, ach Gott. Als du hier reingekommen bist, ja, durch die Tür hier oben, wo ich dir entgegengekommen bin, wären wir auch so weit. Du meintest, ob wir mit den Gläsern geklappert haben. Stand Sepp auf der Treppe und dann hab ich mich kurz zwischen dich und ihn gestellt, damit er kurz Zeit hat, um abzuwarten. Oh, kriegst du da noch Hilfe hier? Ich bin ganz schnell unten die Tür dann raus, hab mich dann auf die Treppe gestellt und hab gewartet, in welche Richtung du dann gehst. Guck mal an, endlich alle gefunden. Also das war mal wieder eine Runde von Verstecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da. Tschüss.